Jalan sammelt derweil die Söldner um sich, betet ein kurzes Preis Unser herunter und springt vom Boot. Ja, die Söldner folgen dir selbstverständlich. Allen voran der Ritter mit seiner Knappin. Die anderen Mittelreicher brauchen ein bisschen, aber die Maraskaner sind auch ziemlich flott, wie du erkennen kannst. Und noch bevor du irgendetwas gebrüllt hast, kannst du erkennen, wie die Mittelreicher dann in eine Schildformation gehen, sobald sie dann irgendwie Schild oder sowas haben. Und die Maraskaner haben natürlich Waffen gezogen, schauen sich ein bisschen unsicher um, denn gegen sowas wie einen grünen Nebel kann man nicht kämpfen. Und das, was wohl von hinter den Dünen zu kommen scheint, du kannst es hören, es scheint sich dabei wohl um eine Armee aus Untoten zu handeln, denn so viel Klagen gibt es von dort. Hat irgendjemand von euch Aberglaube? Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise nicht. Ich Machen doch, wir erst davon Wetten. aus. Ich auch. Ja, dann einfach mal eine Selbstbeherrschungsprobe erschwert um diesen Wert würfeln. Selbstbeherrschung dann erschwert um 10. Beziehungsweise dann für Ephataios seinen eigenen Wert. Ja, ihr könnt es klagen hören, als ob irgendjemand dort schreit, als ob irgendjemand dort gequält wird, sterben, als ob dort tausendfach gestorben wird. Es muss dabei wirklich eine Armee sein. Die Maraskaner schauen sich sehr ungläubig an, und die Mittelreicher sind ebenso in Furcht versetzt. Die Matrosen überlegen noch, was sie tun sollen. Einige bleiben oben auf den Segeln stehen. Jetzt könnt ihr auch erkennen, dass es wieder normale Drachensegel sind und keine zerfetzten Algen mehr. Aber nur die Hälfte springt nach unten und schaut sich unruhig um. Sie haben irgendwelche Handäxte oder sowas, sind also nicht wirklich bewaffnet, sondern einfache Seemannsgerätschaften, die sie sich dann da geschnappt haben. Keine Angst, Männer! Bleibt neben euren Nebenmann. Wir werden auf uns aufpassen. Die werden nicht unser Schiff bekommen und auch nicht unsere Seelen. Ich deute auf Ritter Jagold und die Mittelreicher. Ihr, geht mal zu der Düne da vorne und berichtet, was da los ist. Würfel Dann mal noch. eine Überredenprobe. Und dann noch im Nachsatz, aber vorsichtig. Überreden. Kann ich auf Kriegskunst ausweichen? Ja, ohne Erschweren, das ist okay. Unerschwern ist sogar gut. Die Mittelreicher? Mittelreicher und der Ripazza. Shippy. Schippi, Komm ja. ich. Wäre gut. Ich möchte jetzt keinen Patzer auf Kriegskunst anstecken. Der Ritter nickt dir zu, murmelt noch etwas wie: Schlimmer als im Norden kann das nicht sein. Und geht dann in einer knienden, geduckten Haltung, rennt er dann mit seinen Mittelreichern hin. Die Maraskaner werden dann ebenso folgen, leicht versetzt mit ihren Nachtwinden oder was auch immer sie dann führen. Und du kannst dann erkennen, wie sie auf der Düne geduckt stehen bleiben, kurz mit dem Kopf nach oben gucken und sich dann hinstellen. Die Waffen sinken lassen und sich die Hände in die Hüfte stemmen. Verdutzt. Bleiben jetzt oben für jedermann sichtbar auf der Düne stehen. Dann winke ich mal. Ich weiß nicht, ob sie noch auf dem Boot sind, meine Kameraden herbei. Ja, Wascher Und steht oben im Ausguck und scheint sich nicht zu rühren, klammert sich da irgendwie fest, käseweiß im Gesicht und. Rodrigo bepackt wie ein Packesel mit seinem Schild unterm Arm, zwei Rucksäcken, Rashika im Korb, schaut da hoch und ruft: Wascha, komm da runter! Wascha, verdammt! Ich kann nicht. Immer noch festgeklammert. Wascha, Weiß du nicht, hast es doch Frosty, auch kann hochgeschafft! Rodrigo mich überreden irgendwie und mit meiner Erschwernis, die ich verkackt habe, umsetzen oder Heilkunde so? Seele, erschwert um 10. Wascha, komm da verdammt nochmal runter! Was machst du denn da von der Scheiße? Und das ist Ich halt kann unter nicht. den Prozessen, das verstehe ich. Ich habe hier selbst eine Schlange. Los jetzt, wir müssen weg vom Schiff. Zumindest für einen kurzen Moment. Ich kann nicht. Sie sind überall. Wir können dich da Lauf, oben nicht Mario! beschützen. Nur Lauf! hier unten, wo die anderen sind. Wir müssen Informationen bleiben.
Ja, die anderen dürfen es auch gerne mal versuchen. Die Erschwernis wäre immer noch 5 Punkte. Wofür? Ach nee, Moment. Modifikator plus 5. Wieso plus 5? Also die anderen können auch nochmal Wascher versuchen zu überzeugen, runterzukommen. Ich weiß ja gar nicht, wer ist noch auf dem Schiff? Jaren und der Verdarius sind runtergesprungen. Rodrigo steht jetzt auf dem Achterdeck oder wo bist du? Ja, Rodrigo wird jetzt irgendwo hier so stehen und ruft eben, weil das der kürzeste Weg ist, sozusagen hoch, weil er eigentlich hier runter rausgekommen ist. Dann wollte er runter, habt ihr dann auch nach oben noch immer gesehen und ja, ruft dann eben noch. Verfluchter Reis, jetzt kommt er runter, Gott gibt's doch nicht. Ja, Brindisian steht auch noch auf dem Schiff an der Reling, ist noch nicht runtergesprungen und dreht sich dann auch zu Wascher zurück. Wascher, Gida, jetzt komm da runter! Hört ihr sie nicht? Das sind Toten! Also, denke ich, dass es Untote sind, Frosty, oder war es gerade ein Routine? Doch, das klingt definitiv nach Skeletten, nach Untoten, nach kalten Alrix. Das sind alles Tote! Da oben sitzt du in der Sackgasse, Wascher! Komm hier runter, hier hast du mehr Platz, um zu fliehen oder zu kämpfen. Ja, Wascher, du kannst von oben auch erkennen, Brindisian hat immer noch seine Stabfackel an, wie der grüne Nebel wohl mit, sieht aus wie Hände, weitere Tentakelfetzen, greift er in seinen Mund rein, während Brindisian spricht und er wird weiter wohl von diesem grünen Nebel angegriffen, kriegt er das selber wohl gar nicht mit, vielleicht kann man in der grünen Suppe da unten auch gar nicht gucken, aber du willst einfach nicht nach unten. Alle, die jetzt immer noch auf dem Schiff stehen, einen weiteren W6 an Ausdauerschaden. Wenn ihr nicht gleich von dem Boot runterkommt, kletter ich da auch und schleife euch selbst an den Strand. W6 für alle, ne? Für die auf dem Boot stehen, genau. Also Brindigian, Rodrigo schwer bepackt und Wascher, die muss nicht würfeln, weil sie ganz oben in dem Krähennest steht. Das ist okay, den musst du dir nicht aufschreiben, aber... Gott sei Dank. Darf ich auch nochmal eine heilkunde Seele versuchen, um sie da runterzukriegen? Klar, kannst du. Um 10? Ja, um ihren Nachteil erschwert. Die anderen haben sie bisher noch nicht abgebaut. Also wenn ihr in die Nähe kommt und dann... A7 ist mein Nachteil. Beziehungsweise, ich guck gerade mal... Ephadaios hatte minus 4 Punkte, die ihm gefehlt hätten. Das heißt... 4 Punkte müsstest du noch knacken und das hast du dann auch geschafft. Also mit Ephadaios und Brindigians Hilfe könnte Wascher nach unten steigen. Ja. Ja, du kannst da nach unten klettern. Gar nicht so das Problem. Deine Kletternprobe sollte dafür noch ausreichen. Mhm. Und ja. Jagold Riedkötter vom Bärenhain. Der Ritter dreht sich so ein bisschen um, steht immer noch da oben und winkt dann Jalan heran und nach oben auf die Düne. Ephadaios, kommt ihr mit? Scheinbar nicht. Dann gehe ich halt. Wie gesagt, wer mitkommen will, wird mitgeschliffen. Ja. Hier, deine Sachen. Man reicht Wascher Rashika rüber und den Rucksack. Beruhig dich, ich bin bei dir. Die sind tot. Ja, es sind bestimmt Untote, aber ich werde dich davor schützen. Schnell weg hier, weg, irgendwo hin, weg. Sofort, ich bin an eurer Seite. So, euer Wohlgeboren, lasst mal sehen, was ist denn hier? Ja, und dann könnt ihr erkennen, während ihr da unten steht, auf dem schwarzen Strand, der Sand, der normalerweise gelb sein sollte, hat sich wirklich dann durch diese blutige See verfärbt und es wirkt ein bisschen unnatürlich. Knirschendes Geräusch unter euren Füßen, wenn ihr dann durch diesen Sandstrand nach oben die Dünen wartet, in Richtung von Jalan, der jetzt ebenso dort steht. Seht ihr das, Brindigian? Könnt ihr mir was dazu sagen? Ich weiß es nicht. Irgendetwas. Irgendeine Tat der Hässlichen. Aber ich habe sowas selbst noch nie gesehen. Ja, ich sehe nichts. Ja, nach und nach seid ihr anderen auch mit nach oben gekommen. Steht jetzt allesamt da. Und das Heulen und Klagen ist umso lauter, wenn ihr jetzt dem Wind folgt. Ihr könnt vor euch nichts erkennen aus einer weite, grasbewachsenen Ebene.
überall Gräser, die nach oben wuchern, nichts Wirkliches, was da bewachsen ist, keine Bäume, keine Untote, niemand, der sich hier verstecken kann, aber trotzdem ist das Heulen unglaublich laut, das Wehklagen, das Schreien. Nur Gräser. Ist das vielleicht so ähnlich wie dieses Jagdgras, das wir auf Maraskan gesehen haben? Dämonisch vielleicht. Das würde ich nicht auch ausschließen. Vielleicht ist es aber auch eine Art Täuschung. Dass diese Geräusche gar nicht existieren, beziehungsweise irgendjemand oder irgendetwas nur mit Magie bewirkt hat. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich denke, wir werden hier ein Lager aufschlagen und erstmal den Morgen abwarten. Und dann sehen wir, ob wir wieder in See stechen können. Einfach hier ein Auge zu kriegen. Dieses Geschrei. Hätten wir ein Mark und Bein. Ich fürchte, besser wird es nicht. Und ich will nicht weiter wegmarschieren, muss ich sagen. Na gut, dann richtet sich am besten erstmal jeder ein und ich schau mal, wo ich den guten Herrn Inquisitor finde. Vielleicht weiß der ja was. Ja, der taucht jetzt auch mit seinen anderen drei Leuten, taucht er dann neben euch auf. Waffen wären auch griffbereit gezogen. Und schaut dann, kannst auch sehen, wie jetzt der Bannstrahl, der von Praios geschickt wurde, langsam wieder abebbt und die finstere Nacht sich das Territorium wieder zurückerobert, sodass es dann demnächst wieder sehr, sehr dunkel sein wird. Der Wind pfeift weiter durch die Gräser und auch von der See kannst du weiteres Heulen und Brodeln hören. Geistergras, sagt der Inquisitor einfach nur. Ist das bekannt? Wir haben so etwas schon das ein oder andere Mal gesehen. Normalerweise findet man solche Gräser in der Wüste. Aber vor denen sollte man nichts zu befürchten haben. Das Heulen kommt aus den einzelnen Hallen. Was genau es verursacht, wissen wir nicht, aber sie sind harmlos. Das ist gut, schätze ich. Wenn auch. Trotzdem ein wenig beunruhigend. Diese Geräusche. Nun gut. Das heißt, wir werden die Nacht hier bleiben? Ich fürchte, wir müssen. Wir können schlecht in See stechen, ohne zu sehen, was dort vor sich geht. So sei es. Beten wir einfach mal zum Herrn Praios, dass sich bis zum Morgen dieser Nebel verzogen hat. Wir weiterfahren können, ansonsten müssen wir uns etwas anderes überlegen. Aber die blutige See ist launisch. Sie vergeht ebenso schnell, wie sie Dinge erschafft. Aber immerhin sind die Götter auf unserer Seite, wie wir ja gesehen haben. Ja, er nickt dir nur zu und wendet sich dann an seine drei Begleiter. Also gut, dann schlagt euer Lager auf. Ich lasse dann noch, ich weiß nicht, wie viele Laternen wir dabei haben, in einigem Abstand so am Rand dieser Grasbüschel ein paar Laternen aufstarten. Würfel mal 1W20. 10 Laternen. Gut, und meine eigene. Und dann, ja, wie gesagt, die werden so am Gras aufgestarkt und das muss dann reichen. Und darüber schaut sich mal um, wer alles anscheinend Zelte mitgenommen hat, seine eigene Ausrüstung, wie auch immer. Quasi niemand. Niemand außer dem Ritter. Der schickt dann seine Knappe noch einmal an Bord. Die darf dann für ihn sein Gerödel nach oben holen. Und da befindet sich dann wohl auch sowas wie ein Vier-Mann-Zelt drin. Das dann ja sehr schwer von der Knappen Frieda zum Blütenfeld getragen wird. Und ja, sie baut dann nach und nach das Zelt auf. Myria wird dann... Ich muss noch den Myria-Token nach drüben holen. Achso, da ist er. Myria wird dann der knappen Frieda zum Blütenfeld helfen, sodass dann nach ungefähr, es dauert ein bisschen länger, weil es unglaublich dunkel ist, ungefähr 20 Minuten steht dann dieses Vier-Mann-Zelt. In der Zeit würde Rodrigo sein Ein-Mann-Zelt aufbauen. Wahrscheinlich mit der Hilfe von Boscha zusammen. Ja,
Mosche sieht immer noch ziemlich versteinert aus, hilft ihr zwar, aber die Bewegungen im Gegensatz zu sonst sehr statisch, irgendwie sehr zögerlich, irgendwie zusammenschreckend bei irgendwie dem kleinsten Geräusch. Und du siehst auch, wie sie Rashika rausholt aus ihrem Korb und sie an ihren Körper lässt. Anscheinend scheint die Schlange irgendwie Sicherheit zu geben. Und ja, hilft ihr bedingt gut, aber sie versucht es zumindest. Atmet immer wieder durch und scheint sich ein bisschen zusammenzureißen. So, Roscha, leg dich ein wenig dahin. Ich bin direkt hier vor dem Zelt und passe auf. Ich kann mich jetzt nicht hinlegen. Ich will bei dir bleiben. Ich bin doch auch direkt hier vor dem Zelt. Ich sitze doch direkt hier und setze dich in das Gras direkt vor die Zeltöffnung. Ich krabbel mal ins Zelt rein und setze mich quasi von hinten an Rondrigo dran. Also mit meinem Kopf über seine Schulter, sodass wir beide gleich hier gucken können. Leg dich hin, dann kann ich dir ein wenig durch die Haare streichen. Gelehrter Herr, wollt ihr euch mit mir einmal diesen Nebel um das Schiff herum ansehen? Will nicht, dass er uns den Bug zerfrisst. Meinst du mich, Herr Fadaios? Sag doch Brindigian. Ja, Brindigian. Ja, lass es uns mal untersuchen. Vielleicht können wir erkennen, was es ist und ob es wieder von selbst verschwindet oder ob wir etwas tun müssen. Ihr Magier, ihr könnt doch irgendeinen Spruch wirken, um Magie zu sehen mit euren Augen, nicht wahr? Ganz genau, das werde ich jetzt auch tun. Wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, dass es magischen Ursprungs ist. Mhm. Aber vielleicht erkenne ich ja etwas mehr. Ich hoffe, diese Hände kehren nicht wieder. Ja, aber unser Schiff mit einem Segen erfährt geschützt, aber dieser Segen hält nicht ewig. Ich weiß nicht, was es war. Ich vermute fast, dass es irgendetwas der Ungeschaffenen ist. Vielleicht sogar, nun, irgendein Dämon selbst, dem wir aber entkommen konnten. Vielleicht ist der Nebel eine Art Vorbote oder so etwas. Vielleicht war der Nebel auch nur sein langer Griff, den er nach uns ausgestreckt hat, weil der Segen ihn vom Schiff ferngehalten hat. Hör wieder hin. Wie viele Hörner hatte das Viech nochmal? Das war schwer zu erkennen, aber es waren mehrere. Mehr als drei? Es könnten sogar vier gewesen sein. Erfurt. Hoffentlich passiert das nicht jede Nacht. Ihr dürft mal eine. Ich überlege gerade, am besten wäre wohl Wildnislebenprobe machen. Erschwert um 5. Wenn ihr eine Wildnislebensspezialisierung auf mehr habt, dann würde die auch zählen. Wildnislebenprobe erschwert um 5? Wildnisleben erschwert um 5, genau. Jeder oder nur einer. Diejenigen, die jetzt nicht gerade Zelte aufbauen, sondern sich um den grünen Nebel, das Schiff und den Strand kümmern. Ich hab meereskundig, hilft mir das irgendwie? Nee, würde ich dann nicht zählen lassen, sondern eher dann die Spezialisierung bei der Wildnislebenprobe. Brindigian, du kannst erkennen, dass der schwarze Sand fast obsidianartig ist. Glasartig, also wenn du hier mit diesem Schiff aufgesetzt hättest, dann hätte er dir den ganzen Bug zerschnitten. Also da kann das Holz nicht gegen arbeiten. Wenn ihr hier diese Probe nicht geschafft hättet und dann mit ja, voller Geschwindigkeit auf diesen Strand aufgefahren wäret, dann hättet ihr einen ziemlich langen Riss auf mindestens einer Seite des Schiffes. Also ist das so ein Steinstrand oder kein Sand? Nee, es ist wirklich Sand. Also normalerweise, dieser ganz normale gelbe Sand, nur dass er jetzt nicht, gelb ist, sondern schwarz. Und wenn du dann so ein bisschen den Sand zwischen deinen Fingern begutachtest, so ein bisschen langstreifst, kannst du auch bemerken, wie er sich dann so leicht in deine Hautoberfläche einschneidet. Und wenn du da wirklich mit einiger Geschwindigkeit rüber segelst, dann, zerschneidet er, wie gesagt, dann dein Holzbug.
Ja, genau das mache ich mal. Also ich werde mich da irgendwie hinhocken und mal so eine, also vorsichtig so die Hand in den Sand schieben und mal so, ja, irgendwie so ein Gefühl dafür finden. Und ja, dann den Sand wieder runterrieseln lassen und Jalan oder Fadaius oder beiden dann mal so die Hand zeigen, die wahrscheinlich extrem gerötet ist, weil das alle so ganz leichte Schnittverletzungen sind. Und sagen, ich glaube, wir haben Glück gehabt. Das hätte das Schiff wohl nicht mitgemacht, oder was meint ihr? Wenn wir aufgefahren wären, sicher nicht. Müssen eh vorsichtig sein. Ist nicht klar, bei einem Sandstrand kann man meistens noch auflaufen. Aber bei, sobald da auch Steine sind oder dieses Zeug da, dieses Schwarze, na, nie gehört. Gibt es denn nichts hier, was normal ist? Euer Gnaden, Herr Magister. Zwei alte Seebären, das sind wohl diejenigen, die noch mit am erfahrensten sind. Die ganzen Jungspunde, die wohl überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, haben sich so ein bisschen in den Sand gesetzt und unterhalten sich jetzt über Geschichten und tauschen jetzt Aberglauben aus. Aber jetzt zwei alte Seefahrer, Polter und Felix, ihr habt ihren Namen schon in den paar Stunden, die ihr gefahren seid, gehört, kommen jetzt auf euch zu. Verzeiht mir, aber warum habt ihr eigentlich, bekannte, Männer, die Kapitäne absetzen, mitgenommen? Meuterer, bekannte Meuterer. Was waren denn eure Einstellungen? Also, habt ihr euch überhaupt informiert über diese Leute? Wir haben bitte was, euer Gnaden? Helmer Hakenhand, er ist ein Kundchen und bekannt. Er hat schon wohl zwei Schiffe gemeutert oder meutern lassen. War wohl immer irgendwie dabei beteiligt. Hat einen ziemlich schlechten Ruf in Kunchom. Warum habt ihr den mitgenommen? Guck einfach da jetzt erstmal bitte an. Hat er natürlich verschwiegen, dass er Erfahrung hat, hat er allerdings gesagt. Nur nicht womit alles. Es ist jedenfalls eine... Oh, verzeiht, euer Gnaden, ich wollte euch nicht unterbrechen. Also ich bin froh, dass ich die Strecke noch geschafft habe. War halt ganz gut, dass wir schwimmen konnten auf unsere alten Tage und unsere Knochen sind alt, aber das Stück haben wir noch geschafft. Wir sind fast ertrunken, aber einige andere, also nur weil man schwimmen kann, ist man noch kein guter Seefahrer. Habt ihr irgendwas über die Leute in Erfahrung gebracht? Oder urteilt ihr nur nach Bartlänge? Polter ist dein Name, oder? Schicker Bart auf jeden Fall. Oh, Polter, ich bin Felix. Polter, Felix. Nun, erzählt mir etwas mehr über den Hakenhand. Hat er die Crew immer aufgewiegelt und den Kapitän abgesetzt? Oder wie lief das? Hat er die dann mit irgendwelchen Piraten im Munde? Nee, nicht mit Piraten. Das waren, normale Handelsschiffe. Und, ich weiß nicht genau, wie es dann vonstatten ging, weil ich nie dabei war, aber in den Gasthäusern heißt es zumindest, dass er immer irgendwie beteiligt war. Hat sich natürlich selbst als Kapitän aufgeschwungen, weil man sonst gehängt wird, aber er macht das halt hinter den Kulissen. Das ist eine sehr ernsthafte Anschuldigung. Ich hoffe doch wohl, ihr habt ein paar mehr Beweise als nur, ich habe es in einer Taverne gehört. Hört mal zu, euer Wohlgeboren. Ihr müsst mir nicht glauben. Ihr könnt das auch einfach auf euch beruhen lassen. Ist mir herzlich egal. Ich stehe ja nicht als Kapitän dann vorne und werd gemeutert. Ich muss euch gar nichts beweisen. Gut. Danke, Männer, dass ihr so offen mit uns seid. Tut uns den Gefallen, wenn der Hakenhand versuchen sollte, die Mannschaft irgendwie aufzuwiegeln oder sich irgendwie seltsam verhält, dass ihr dann mit einem von uns sprecht, also mit dem Gelehrten hier oder dem hochwohlgeborenen Herrn Jalan. Ich will mit dem Mann mal reden. Wollt ihr mitkommen, oder? Ich werde euch begleiten. Magister, ihr habt eure magische Analyse schon etwas ergeben? Ich werde mir noch etwas Zeit nehmen und diesen Nebel etwas genauer untersuchen. Okay. Kommt einfach gleich nach. Wie lange es dauert. Puh. Oh Mann, ja dann. Ich habe unterschätzt, worauf es ankommt, wenn man hier eine Crew zusammenstellt. Es ist nicht nur die Fähigkeiten rund um das Schiff, sondern auch das Leben am Schiff. Da
Aber ja, was hättet ihr denn bei diesem Hakenhand tun sollen? Euch auf irgendwelches Hörensagen verlassen? Ja, hätten wir mehr Zeit gehabt, hätte man da sicherlich mehr Informationen einholen können, aber so auf die Schnelle. Und wir mussten zügig auslaufen. Ich denke, es ist ganz gut, dass wir die Mannschaft schon beisammen hatten, als wir sie dann hatten. Vielleicht kriegen wir es hin, dass sich die Jungs zusammenraufen und wir hier eine schlagkräftige Gruppe zusammenbekommen. Brindigian oder Makarnum? Korrekt, den werde ich wieder anwenden. Nehmen wir natürlich wieder Zeit dabei. So, und murmel wieder meinen Spruch. Ode Makarnum Senserei wird ein Hauch von Zauberei. Ja, was für Informationen bekommst du? Auf jeden Fall mal, ob das dämonisch verunreinigt ist. Noch irgendwas? Irgendwelche Matrix-Elemente oder so ein Blödsinn? Strukturiertes Bild des Gewebes. Ich kann irgendwie eine Magiekundeprobe kann ich mir erleichtern, um das irgendwie genauer einzuschätzen, was das ist. Ja, dann mach mal eine Magiekunde hinterher. Also, was du auf alle Fälle erkennen kannst, der Nebel ist magisch. Das Wasser selbst ist nicht magisch. Zumindest, ja, ganz, ganz schwache Spuren kannst du daran erkennen. Aber die Dunkelheit ist auf alle Fälle auch magisch. Und was dir jetzt auffällt mit dem Odem, dass diese Nacht, diese Dunkelheit über dem Wasser liegt. Wenn du jetzt allerdings am Strand stehst, kannst du wirklich sehen, dass hier wohl wieder die Sterne scheinen und du nach oben blicken kannst. Also es ist dunkel, es wird wohl in der Nacht sein, die Sonne ist untergegangen. Aber die Dunkelheit herrscht zumindest hier an dem Strand nicht mehr. Es gibt dann also eine mehr oder weniger klare Linie, die du dann erkennen kannst. Und vielleicht, ja, weiß ich nicht, also den Zauber Dunkelheit hast du wohl schon mal von gehört. Der ist auf alle Fälle chaotisch und böse durchdrungen vom Limbus. Okay, also das Schiff selbst ist jetzt eingehüllt von dieser Dunkelheit. Ja, genau, also alles, wo dann so das Wasser mehr und mehr tiefer gehen wird. Ihr seid ja noch ein bisschen durch diese blutige See durchgewartet, bis ihr dann am Strand standet. Also das war so eine leicht knappe Sache. Seid froh, dass euer Schiff nicht wirklich tiefgängig ist mit der Lorcher. Wenn das ein etwas tiefer gehendes Schiff wäre, dann hättet ihr schon aufgesetzt. Aber ja, je nachdem, wie weit du dann auf die offene See kommst, der Nebel ist auf alle Fälle, oder diese grüne Giftwolke ist magisch. Und scheint okay. Wohl aus diesem Wasser aufzusteigen. Okay. Ja, also ich weiß ja, wenn das jetzt tatsächlich ein Zauber ist, dann sollte der ja eigentlich nach einiger Zeit verfliegen, beziehungsweise wäre das eigentlich schon. Naja. Okay, das werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Vielleicht, also ich hoffe jetzt mal, dass da die Möglichkeit besteht, dass das von alleine dann verschwindet, wenn das tatsächlich so was Temporäres ist. Aber, ja gut, viel machen kann ich jetzt ohnehin nicht. Weil zumindest, dass da irgendjemand extern magisch für verantwortlich ist. Ja, also du kannst dann auf alle Fälle bemerken, wenn du dich dann irgendwann hinsetzt im Laufe des Tages, abends, nachts, der wird in ungefähr einer Stunde, vielleicht ein bisschen davor, eine genaue Abschätzung hast du nicht, weil du keine Sanduhr hast, wird dieser Nebel dann auch verschwinden. Also dann gibt es keinen grünen Nebel mehr, der auf eurem Schiff liegt. Okay, zumindest wenn ich das alles richtig einschätze.